Ein ruhiges Bad im oberbayerischen Steinsee nahm eine erschütternde Wendung. Ein 70-jähriger Mann aus München in einen unerwarteten Unfall verwickelt wurde. Sein ursprünglicher Plan war ein gemütliches Bad in der Seite seiner Frau. Ziel war das gegenüberliegende Seeufer bei Moosach, eingebettet im Ortsteil Ebersberg. Der idyllische Ausflug nahm jedoch eine beruhigende Wendung, wie ein Polizeisprecher an einem schicksalhaften Samstag berichtete.